Da stehen wir nun also ein weiteres Mal vor Tristan und wollen heute seine schwierigere Prüfung hier beenden. Es geht ja jetzt in den Kampf gegen die beiden Kolosse des Irgendwas, der Titan und des Terrors. Und ja, im letzten Part haben, nee, Kolosse des Chaos und Titan des Terrors, ja, so heißen die, okay. Im letzten Part haben wir schon mal versucht, gegen die zu kämpfen. Wir sind daran gescheitert, dass beide neue Chance können. Und das ist sehr gut gerade. Und deswegen hat der zweite irgendwann den ersten wiederbelebt und der erste dann den zweiten auch wieder. Und das hat den Kampf dann ein bisschen kaputt gemacht. Und des Weiteren war eigentlich auch ein Fehler im Kampf, dass ich Hendrik dabei hatte. Und Hendrik hat die ganze Zeit versucht, die Abwehr zu senken mit Panzerhacker von dem einen. Und deswegen habe ich da halt kaum Schaden gemacht. Jetzt in dem Versuch bin ich mit Veronika dabei, weil Veronika viel mehr Schaden mit Schmurgel macht. Und guck mal, wie das halt wird diesmal. Ich hoffe, ein bisschen besser als mit Hendrik, aber wissen kann man es nie. Wir versuchen es zumindest mal. Und da dass er immer noch weiß ist, obwohl er halt schon so viel Schaden eingesteckt hat, zeigt halt, wie krass der Gegner ist. Ich mag's, wie es alle ungefähr im gleichen Schadensbereich sind von ihrem Lebensbalken. Oh, ein Crit, geil! Das ist halt natürlich ultra gut. So, ich weiß nicht, ob ich eventuell doch den Quadra-Hieb mache, weil Quadra-Hieb macht beiden etwa gleich viel Schaden. Aber der Gigaschlitzer macht halt dem einen viel mehr Schaden und deswegen ist der vielleicht gar nicht mal so doof. Aber nee, ich glaube, ich bleib beim Quadra-Hieb, weil der halt einfach, beim Gigaschlitzer, weil der einfach dem einen mehr Schaden macht. Und ich will da erst auf den einen gehen, deswegen ist das ganz gut. Der jetzt schon sogar gelb ist. Wir müssen es in 50 Runden, glaube ich, schaffen. Und wenn das so weitergeht, dann sieht das auch relativ gut aus. So. Dann hauen wir mal drauf. Der ist jetzt sogar schon rot. Guck mal einer an. Der andere, der ist eisanfällig. Da kann ich dann mit, dem Dings draufhauen. So, das macht ja auch sehr viel Schaden. Das haben wir am Ende des letzten Parts rausgefunden. Da kann ich dann mit der Kette-Kombo draufhauen. So. Ah, jetzt werden die gekräftigt. Das gefällt mir nicht. Aua. Ja, Jade ist eh egal gerade. Yes, sehr gut. Jade macht eh nicht so viel Schaden, deswegen ist sie mir ehrlich gesagt ein bisschen Wumpe. So, komm, Echo und dann ist er tot, bitte. Ach, schade. Natürlich. Vor allem stirbt als einziges natürlich Sirena, die halt heilen kann. Ist wieder logisch, nicht neue Chance. Ja. Jetzt bin ich, glaube ich, tot, weil genau sie angreifen darf. Ich hoffe, dass gleich Sirena dran ist. Ich hoffe einfach, dass gleich Sirena dran ist. Wenn nicht, dann bin ich jetzt wirklich tot gleich. Ja, oder halt du. Bitte bring ihn jetzt schon mal um. Das wäre so geil einfach. Dankeschön. Yes, jetzt kann ich mit ihr voll auf Mega-Heilung gehen. So, ich weiß gar nicht, ich mache jetzt bei dem zweiten auch Schmurgel so viel Schaden. Ich probiere es erstmal. So, jetzt kann ich hier auf Kette-Kombo gehen. Nee, oh nein. Ah, das war natürlich dumm. So, kalter Aufschnitt. Vielleicht macht das viel Schaden. Wir probieren das mal. Ja, das ist ordentlich. So. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt auch auf Schmuggel gehen soll. Ich probiere es einfach mal. Und wenn nicht, dann gehe ich mit ihr auf Klirr oder so. Nee, es macht nichts. Das macht einfach nichts. Aber wenigstens dann Echo. Zählt das Echo eigentlich auch als Aktion? Ich weiß es nicht.
Und die konnten diesmal gar nicht ihre Koop-Fähigkeit zeigen. Wie schade. So. Dann mache ich jetzt den Quadra-Hieb, würde ich sagen. Weil der macht noch ganz netten Schaden bei ihm. Aber ich weiß nicht, wie das aussieht mit... Okay, er ist sogar schon gelb. Wie das aussieht mit den 50 Runden. Ich hoffe, die können wir einhalten. Oh, das macht bei ihm gar nichts. Das macht bei ihm einfach gar nichts. Das heißt, ich kann sie eigentlich rauspacken. Ich kann mal Kavum probieren, wie viel Schaden das macht. Oh, nix. Das sind halt alles voll die Experimente einfach, weil ich gucken möchte, was am meisten Schaden macht. Aber ist vielleicht gar nicht mehr die klügste Idee eigentlich. Dann gehen wir jetzt auf Klör. Weil das ist Eis, das macht schön viel Schaden, hoffe ich mal. Ja, 301 kann sich sehen lassen, so halbwegs. So, und du musst jetzt halt Vollheilung machen. Aber er ist schon rot, das heißt, wir haben ihn gleich. Und alleine kann der eigentlich nicht viel ausrichten. Na, jetzt mein Hauptdamage-Dealer weg, super. Alleine kann der eigentlich nicht allzu viel ausrichten, außer er macht halt neue Chance. Aber neue Chance muss er auch nicht immer treffen. Yes, sehr gut. Das wissen wir ja. Aus eigener Erfahrung auch sehr gut. So. Ich hoffe, wir sind noch unter den 50 Runden. Ich habe nicht mitgezählt oder so. Ich zähle ja nie mit. Yes, ein Crit. Und er ist weg, okay. Aber das müsste unter den 50 Runden gewesen sein. Puh, das gibt ordentlich EP. So, 20, sehr schön. Nein. Ich gratuliere, Marvin. Du hast tapfer gekämpft. Du hast es geschafft. Yes. 33. Oh, das ist einiges. So. Ich möchte die spannenden Abenteuer. Das mit Sandra machen wir als letztes. Abgrundtiefste Laszivität. Stille Wasser sind tief. Oh Gott. Spannende Abenteuer. WTF. Ausdauersam. Okay. Was zum Teufel? Manchmal frage ich einfach gar nicht mehr. So. Oh. Reife Krieger, okay. Und was ist dieses spannende Abenteuer jetzt? Ich habe keine Ahnung. Gegenstände hier vielleicht? Nee. Ernsthaft? What the fuck? Ja, von wegen. Ja. Erst mich halt voll beschimpfen und selbst das auch gern lesen. Okay, es ist für Bodo und für Marvin. WTF. Okay, was auch immer. Kann ich eigentlich inzwischen die imperiale Klinge machen? Nur mal so aus Frage wegen der einen Mission. Nee, scheinbar nicht. Oder was, die Inferno-Klinge? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann auch kurz in die Missionsbeschreibung gucken. Ach, die können wir jetzt beenden, die Mission. Guck mal einer an. Ah, das müssen wir auch noch machen. Züchtiger, ja, ja, ja. Ja, das war eine Imperiade und keine Dings. Oh, es gibt 10 Talentzahlen. Wie geil ist das denn? So, jetzt machen wir als nächstes die nochmal hier. Im letzten Part sind wir in die erste Prüfung gegangen. Jetzt gehen wir nochmal in die. Und dann werden wir diesmal die Hochzeit mit Sandra verlangen. Ja, ja. Und dann, ja, bin ich gespannt, was als letztes kommt. Weil wenn wir die letzte Prüfung nochmal bestehen, gibt es ja bestimmt auch wieder was irgendwie. So, das war der Wald, oder? Zuerst. Ja. Okay. Okay, dann machen wir das. Ich weiß nicht mehr, welcher Teleporter der richtige war. Aber wenigstens hören wir das alte Overworld-Team nochmal.
Ist ja auch was. Ich glaube, der war es nicht, oder? Das war, glaube ich, der falsche. Ich mag das halt wirklich mehr als das reden. Ich mag das halt wirklich mehr als das Dragon Quest 3. Also ich finde das Dragon Quest 3 Orbit Team, was der jetzt immer spielt, auch ziemlich toll, klar. Aber das Ding ist einfach, dass das hier einfach zum einen länger ist und zum anderen halt besser in das Spiel reinpasst, weil es eben eine eigene Komposition für das Spiel ist. Und das aus Dragon Quest 3 kennt man eben schon aus Dragon Quest 3. Und deswegen klingt es halt so altbackend einfach. Das kennt man noch nicht nur aus Dragon Quest 3, das haben sie auch in Dragon Quest Heroes dann benutzt. Irgendwann mal. Und so. Auch im zweiten Teil von Dragon Quest Heroes. Da gibt es nämlich verschiedene Bereiche, also verschiedene Overworld-Bereiche. Und da haben die halt auch die verschiedenen Tracks benutzt und so. Aus verschiedenen Dragon Quest Spielen. Da haben sie also den Overworld-Track aus Dragon Quest 9 benutzt und Dragon Quest 5 und so, also aus verschiedenen Dragon Quest Spielen. Nicht nur die aus Dragon Quest 3. Ich habe auch nichts dagegen, wenn die das in so einem Spin-Off wie Dragon Quest Heroes benutzen, weil das ist halt ein Spin-Off und ein Spiel, was halt so ein bisschen was halt so ein bisschen für alle Dragon Quest Fans sein soll und irgendwie ja, ich weiß bei der Weile nicht, wo es hier lang ging, was für alle Dragon Quest Fans sein soll und Moment. Okay. Was für alle Dragon Quest Fans sein soll, so ein bisschen einfach hier Anekdoten und sowas aus der Serie rausholen soll. Und Anspielungen an die alten Spiele machen soll und so. Dafür ist Dragon Quest Heroes da. Und ja. Deswegen stört's mich dann nicht, wenn die da alte Musik wiederverwenden. Es stört mich ja prinzipiell hier auch nicht unbedingt. Aber ich finde einfach, die haben's hier übertrieben. Mit der alten Musik. Sie können von mir aus gerne ein zweites Overworld Theme machen. Machen ja viele JRPGs. Ich lobe da zum Beispiel die Tales of Serie. Aber das sind dann auch immer neue Kompositionen, nicht die alten Tracks, die man schon kennt, aber egal. Ach scheiße, ich bin aus der falschen Richtung gekommen, ich Depp. Oh, ich hab jetzt... Oh, ich bin ein Idiot. Ja, ich hab extra auf die Karte geguckt, dass ich den richtigen Weg auch nehme. Was ist dann nicht hier? Boah. Dass ich den richtigen Weg auch nehme, aber hab trotzdem den falschen genommen, ich Dulli. Also manchmal bin ich wirklich dumm. Es tut mir leid. Muss hier lang, oder? Ja. Glaube ich. Hoffe ich. Aber das geht halt einfach relativ schnell, die ganzen Dungeons, wenn man halt nicht mehr nach Schätzen suchen muss. Wie ich damals, als wir die Dungeons zum ersten Mal gespielt haben. Da habe ich alles nach Schätzen abgeklappert und deswegen hat das ziemlich lange gedauert, bis wir fertig waren. Aber das mache ich ja jetzt nicht mehr, weil wir hier schon mal waren und alles geholt haben. So, jetzt kann ich hier durch. Dann bin ich mal gespannt, welchen Gegner wir jetzt besiegen müssen. In der zweiten Prüfung von Tristan. Eigentlich ist das inzwischen schon die fünfte Prüfung. Wir speichern auch mal schnell nebenbei. Das wäre schön, hier wieder starten. Wenn wir jetzt sterben sollten oder so. Und dann geht's zu Tristan. Mal gucken, welchen Boss er uns jetzt vorsetzt. Ich hoffe halt wirklich, dass das machbar wird. Und nicht irgendwie nervig. So.
Sirenikas Kammer haben wir jetzt hier. Ja. 50 oder weniger Runden. Also wie beim ersten Mal jetzt auch. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder der gleiche Gegner kommt. Wenn doch, schneide ich ihn raus. Lol. Ich habe gerade voll die Kurbus-Assoziation von Dragon Quest 9 gehabt, aber das ist ja Euklas. So, okay. Statthalter des... der Dunkelheit oder des Schattens oder so. Der Stolz, das war's, okay. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, was gegen dich gut ist. Wie war das Schwertanz zum Beispiel? Nicht viel. Okay, alles klar. 310. Au! Och nee, du kannst so eine Scheiße. Ja, dann agiere ich da jetzt immer mit Kabum und mit... ja, Gigaschlitzer würde ich sagen. Wie viel Schaden macht das? Ja, das ist nett. Ja. Machen wir einen Stoßwirbel auf den. Der Crit war ziemlich geil. So, und dann machen wir eine wundervolle Mega-Heilung. Der, ja, ich weiß, dass der, dass die Maschine durch ein Gigaschützer stirbt, vor allem wenn sie jetzt schon gelb ist, weil ich das aus meiner Zeit weiß, wo ich in dem Schloss der Finsternis noch gelevelt habe, aber der ist jetzt eh schon tot, alles klar. Gut, probieren wir als nächstes den Quadra-Hieb. Wie viel Schaden macht der? 342, okay. Haha. Aber der darf zweimal angreifen, das ist böse. Da, okay, dafür durfte der Boss halt vorhin auch zweimal angreifen, weil halt zwei Leute waren. Au. Och, warum stirbt denn jetzt Veronika? Das ist doch unfair, Mann, ey. Ich überlege gerade Jade rauszupacken und dafür jemanden reinzuholen. Das mache ich auch, der wieder leben kann. Tschüss, Jade. Vor Heliodor. Und jetzt probieren wir den Gigaschützer. Wie viel Schaden macht der? Ja, okay, deutlich weniger. Beleben wir sie gleich wieder. So, willkommen zurück. Und das gefällt mir nicht. Au. Falsch. Kabum. So. Dann mache ich jetzt einen Gigaschützer, weil ich, wie gesagt, weiß, dass der Roboter dadurch stirbt. Definitiv. Sehr schön. Ja, ich gehe auf Mega-Heilung. Auch wenn es jetzt nicht nötig wäre, aber für sie halt. Und mit Hendrik versuche ich jetzt mal die Abwehr zu senken. Ach du... Sorry für das Wort, aber das nervt mich einfach. Was ist das denn jetzt? Au. Jetzt kannst du mal Schmurgel machen auf den... Wie viel Schaden macht das? Ja, ordentlich. Vielleicht ein Echo? Nö. Ja, ich sehe schon, der ist deutlich schwieriger als der erste Bosskampf, weil er halt scheinbar deutlich mehr aushält. Und eben auch Freunde rufen kann und alles. So. Wenn die Abwehr sinken würde... Oh. Man kann es auch ein bisschen übertreiben, weißt du das? Oh nee. Muss das denn jetzt sein? Wirklich jetzt eine Pandora-Büchse?
Das will doch keiner. Ja, jetzt reicht eine Multiheilung, würde ich sagen. Außer wenn sie für sie doch, es reicht. Der ist vor allem immer noch weiß. Ja, ich glaube, das wird diesmal nichts mit den 50 Runden. Das Ding muss halt erstmal weg. Deswegen gehe ich jetzt primär auf das Vieh. Au. Oh Gottchen. So, Pandora-Büchse schon mal weg. Vor allem, der ist immer noch weiß einfach. Ist ja schon ein bisschen krank. Ohne Scheiß. Wenn man denkt, wie viel ich dem schon abgezogen habe. Es ist mir egal. So. Komm, gib mir vielleicht ein Echo. Echo wäre angebracht. Düpp, düpp. Natürlich nicht. Aber er ist schon mal gelb. Guck meiner an. Aber das schaffe ich niemals. Da bin ich mir zu 90% sicher. Ich zähle halt nicht mit, wie viele Runden ich jetzt schon habe. Aber ich glaube, das schaffe ich einfach nicht. So, ja, ihr wisst ja, ich versuche jetzt nicht auf irgendwie Abwehrsenken zu gehen. Weiterhin mit Hendrik. Ich greife einfach an, würde ich sagen. So. Ich habe jetzt sogar eine relativ gute Idee für Hendrik. Oh, nee. Ernsthaft jetzt Flüche. Wirklich jetzt. Ist mir jetzt egal. Ich weiß nicht, was genau der Fluch bewirkt. Den hebe ich nach dem Kampf auf. Och Gott, ist der Kampf anstrengend. Vor allem ist Bumm Kabum effektiver als Schmurgel, weil Kabum halt wenigstens auf die Büchse geht und auf ihn. Ich werde gucken, wie viel Schmurgel allein gegen den macht. Aber das war halt... Mann. Das war halt nicht so viel. Ja, das kann ich, glaube ich, vergessen. Ganz ehrlich, das kann ich vergessen, dass ich hier noch gewinne oder so. Also, ich gewinnen werde ich schon, aber ich meine halt in den 50 Runden. Dafür muss ich wohl noch ein bisschen leveln dann. Aber ist okay. Wir haben es wenigstens versucht. Au. Das ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Na komm, jetzt ja zumindest schon mal rot. Was mich auch pessimistisch stimmt, dass wir die 50 Runden noch schaffen, ist, dass der Kampf einfach insgesamt schon viel länger dauert als der andere. Wenn ich das richtig sehe. Jetzt werd doch mal bitte rot. Mann, du bist so ein Arsch. Vor allem immer so eine nervige Pandora-Büchse. Aber guck mal, er ist wenigstens schon mal rot. Okay, vielleicht ist das andere doch effektiver. Schmurgel. Weil an die Pandora-Büchse wenigstens schneller drauf geht. Oh Gott, ey.
Und das gerade 666. Oh. Jetzt weiß ich, was der Fluch bewirkt. Cool. Ich habe nur bumm gemacht, ich Trottel. Ja, das erklärt so einiges. Ja, dann kann ich Serena eigentlich rauspacken. Jetzt ist sie eh tot. Und auf Bodo wechseln, der auch heilen kann. So. Batrahi. So, Pandora bringst du schon mal weg. Ich gehe jetzt nicht auf Heilung, ist mir egal. Wir hauen ordentlich drauf. Ja, jetzt ist Veronika weg. Hendrik, bitte überlebe das natürlich nicht. Ach man. Ja, dann tausche ich Veronika aus. Veronika ist auch nicht die wichtigste Person im Kampf oder so. Here goes nothing. So. Multiheilung, let's go. Ich glaube, Bodo überlebt das nicht. Och Mann, du bist so ein Arsch. Na komm, bring ihn um. Natürlich nicht. So, komm, Quatrahi. Ja, ich habe definitiv jetzt über 50 Runden. 100 pro. Ja, was auch immer du jetzt machen. Ich kann jetzt mit dir nochmal heilen, aber ganz ehrlich, nein, mach jetzt klar. Das macht ja nix, super. Komm, jetzt bring den Wesen schon mal um, den Affen. Mein Hund sieht das aus, so dass er ein Affe ist, scheinbar. Deswegen bait er. Ja, das waren 80 Runden vielleicht oder so. Keine Ahnung, definitiv mehr als 50. Aber ich habe es wenigstens geschafft. Ja, hätte ich da jetzt nicht die Experimente gehabt und so, wäre es wahrscheinlich besser gelaufen. Aber egal. So. Ja. Oh nein! Wenn ich geheilt bin. Weh, ich bin jetzt nicht geheilt. Sind die anderen auch geheilt? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ja, würde ich es halt logischerweise. Nee, Moment. So probieren. So. Ja. Das hätte funktioniert. Wir machen das auch nochmal. Ist mir egal, wie lang der Part schon ist. Wir machen das auch nochmal. Wir machen das auch nochmal. Wer jetzt immer die Pandora-Büchsen holt, der Affe. Ah, wir probieren das jetzt mit Kabum weiterhin. Weil das beiden mäßig Schaden zufügt. Aber wie zum Teufel habe ich denn die Runden so überschätzt? Ich dachte wirklich, wir hätten viel, viel mehr gemacht. Viel, viel mehr Runden. Da kann ich scheinbar wirklich nicht zählen. Ich habe auch nicht mitgezählt, aber so halt schätzen meine ich. Oh Gott, Serena hat mit einem EP überlebt. Holy fuck. Aber das war irgendeine Fähigkeit von ihr. Alter Schwede, manchmal, ey. So. Jetzt gehen wir halt voll auf dich und... Du kannst das nicht verhindern. Du bist so ein Arsch. Noch eine verschwendete Runde. Super.
Das ist so fies einfach. So. Wir probieren das hier. Wie viel Schaden macht das? Oh, das ist ja nix. Denn ich lieber keine Korbkraft gemacht. Nein, Bullshit. Gib mir ein Echo, komm. U500 sogar, sehr geil. Natürlich kein Echo. Ist mal wieder klar. So, weh, du weißt wieder aus. Natürlich wieder so ein Vieh. Oh Gott, ey. Aber wir machen wenigstens ordentlich Schaden. Ja, sehr geil. Das ist halt wirklich hilfreich. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob das als zwei Runden oder zwei Aktionen zählt, aber ich würde nein schätzen. Ja komm, die paar Punkte muss ich jetzt nicht heilen. Wir machen jetzt das auf den hier. Wie viel Schaden macht das? Ja, das ist einiges. Und du machst jetzt das Ding hier weg. Komm. Dankeschön. Wäre besser gewesen, Serena zu heilen, würde ich sagen. Und sie ist tot, oder? Ja, hätte ich mal gemacht, aber egal. Ich glaube, sie wäre sogar so gestorben. Vielleicht wäre es du gewesen, um mich zu heilen mit Marvin, aber egal, was soll's. Was soll's? Das bringt gerade gar nichts. Das ist komplett. Ach, Veronika hatte irgendwas. Warum ist denn. Gut, wir waren mit Hendrik einer für alle. Und dann kommt schon Hendrik Jade rein. Ist mir egal. Jade macht auch guten Schaden. Deswegen ist es voll okay. So, und tschüss. Oder hole ich Erik vielleicht? Ich weiß es nicht. Ach, du bist so ein Affe. Nee, komm, Jade. Ja, ist es. So, komm, gib mir ein Echo. Natürlich nicht. Oh, ich heile lieber. Nicht, dass das schief geht wie vorher mit Serena. So, geh mal auf irgendeinen der beiden. Natürlich, weil er ist gekräftigt. Also Serena ist jetzt eh weg. Zum Glück nicht. Aber ich darf auch noch angreifen. Komm, gib mir ein Echo. Gib mir ein geiles Echo, natürlich nichts. Hoffe ich doch mal. Ja, das ist uncool von dem Roboter. Das kenne ich von dem aus dem Schloss. Habe ich gerade nicht gesehen, ob der schon gelb oder rot oder so war, der Roboter. Okay, er ist wenigstens tot, sehr schön. Okay, die ist mir auch lieber irgendwie. Komm, zweimal. Warum denn nicht zweimal?
echt zu viel verlangt, dass der Zauber zweimal trifft. Oh Gott. Ja, bring die bitte um, Jade. Ja, in etwa so viel wie auch Hendrik gemacht hat. Mach's halt nochmal, ist mir egal. Oh nein, ich bin so dumm, ich hätte mit. Oh, mit Marvin jetzt den Dingsschlag machen können. Okay, hat sich erledigt. Manchmal hat sich das Spiel einfach. Komm, Echo. Oh, du bist so ein Arsch. Mann, wie kann man so abgehen? Kann ich jetzt bitte... Dankeschön. Mach halt einfach irgendwas. Ich glaube, der Kampf verläuft deutlich schlechter. Hätte heilen soll mit Marvin, egal. So. Warum holst du die Unterstützung? Ich bin nicht eh tot. Och Mann. So, da sieht es, dass das Ding stirbt. Und er ist schon mal. Ja, was auch immer. Ja, schon mal ruhig, würde ich sagen. Er macht irgendwas davon Sinn. Ich probier's einfach mal, komm. Ja, es war ein bisschen mehr als Stoßwirbel. Ich hoffe, das stirbt bald mal. Ja, Jade ist jetzt weg, glaube ich. Ja, das war klar. Dann hole ich jetzt Hendrik rein. Auch wenn Hendrik keine MP mehr hat, ist mir das egal. So. Nochmal das. Dass der Robo stirbt. Sehr gut. Dann machst du eine geile Multiheilung. Volltreffer. Und mit Hendrik kann ich jetzt halt keine Fähigkeiten machen oder so. Ja, ist mir egal. Mach halt eine Störwelle. Jetzt bringt ihn doch bitte mal um langsam. Ich glaube kaum, dass das wieder weniger Runden als vorhin sind. So kann ich...
Hey, warum kann ich nicht zu Äxten wechseln? Kann man wohl immer nur mit einer Axt kämpfen, aber... Ach, ich habe Bienna da noch gar nicht bei ihm gelernt, oder? Oh, ich bin so dumm. Okay. Dann kann ich halt nur so angreifen. Außer ich... Ja, muss ihn halt MP geben, keine Ahnung. Och Mann, ich habe mir das voll versaut. Nein, ist mein Heiler weg. Komm, bring ihn bitte um. Yes. Jetzt muss ich nur die Affen weghauen. Das soll ich ja hinkriegen irgendwie. Nein, nicht Quadrahieb. Das war das Falsche. Nein. Das ist alles verschwendete Runden. Ey, wenn jetzt irgendwie zwei Runden wenn ich jetzt wegen zwei Runden verliere, dann schwöre ich, schmeiße ich meinen Controller in den Müll. Weil dann hätte ich gewonnen, wenn ich mich nicht verdrückt hätte. Oh, bitte nicht jetzt. Wenn das jetzt wegen zwei, drei Runden ist, dann schwöre ich, dann schmeiße ich das Ding in den Müll. Mehr als 55 Aktionen, okay. Nein. Dann levele ich noch mehr. Ja, ich weiß, bla bla bla. Gut, das war's von dem Part. Im nächsten Part machen wir irgendwas, was weiß ich. Bis dann und ciao.